In Bitwig Studio 4.1 reicht es, wenn man eine Note am Klavier spielt. Den Rest übernehmen die neuen NoteFX, also MIDI-Effekte. MIDI- oder Noteneffekte gibt es schon länger in Bitwig Studio, aber in der Version 4.1 sind zahlreiche dazugekommen und das verleitet dazu, richtig kreativ zu werden. Mein Name ist Thomas Foster und in diesem Video schauen wir uns die neuen MIDI-Effekte ganz genau an. Schön, dass ihr hier seid. Viel Spaß! Ich habe hier einen Plugged-Sound, würde ich sowas nennen, mit dem Polysynth. Und da klicke ich jetzt mal hier links auf dieses Plus, um so einen NoteFX, also MIDI-Effekt, zu laden. Und da finden wir hier sowohl die alten wie die neuen. Und neu dazugekommen ist zum Beispiel der Ricochet. Ricochet ist so ein Raum und wenn ich eine Note drücke, fängt hier ein Ball an, hier herum zu fliegen. Und nach welchen Kriterien da herumfliegt, kann ich sehr gut einstellen. Zum Beispiel kann ich hier die Dämpfung einstellen. Also wenn ich da auf 0 gehe, dann fliegt er, solange ich die Taste gedrückt halte, da immer herum. Wenn ich hier weit nach oben gehe, wird die Note gedämpft. Das heißt, jedes Mal, wenn sie an die Wand kommt, verliert sie Geschwindigkeit und Velocity. Ja, ich glaube, das drehen wir mal wieder stark nach unten. Die Geschwindigkeit, mit der der Ball startet, kann ich hier einstellen. Und was können wir hier noch einstellen? Den Radius, also wie groß dieser Ball hier ist. Wir können den Raum einstellen, also ob das ein Dreieck, Viereck, Fünfeck, Sechseck oder was immer das dann ganz oben ist. Wir können hier noch verschiedene andere Sachen wie die Rotation des Raumes einstellen und so weiter. Aber spannend ist vor allen Dingen auch, wie sich dieser Ball verhält, wenn ich mehrere Noten spiele. Das könnte ich jetzt natürlich einfach auf mein Keyboard machen, aber damit ihr besser nachvollziehen könnt, was ich mache, nutze ich den Multinode. Beim Multinode kann ich einfach zu der Note, die ich spiele, weitere hinzufügen. Den Effekt gibt es schon länger, was aber neu ist, dass ich dem auch Chancen geben kann. Also wenn der auf 50% ist, kommt der, machen wir den mal kurz weg hier, den Ricochet, kommt der nur jedes zweite Mal. Jetzt haben wir hier die Oktav dabei, machen wir mal die Quint, das hört man deutlich, und gehen wir auf 50%. Sieht man ja auch hier an der Grafik, ja, in 50% der Fällen ist der jetzt dabei. So, jetzt schauen wir mal, wie sich das mit zwei Noten verhält. Die fliegen dann in unterschiedlichem Tempo. Nehmen wir noch die Oktav dazu, nehmen wir noch die kleine Terz, klingt ein bisschen cooler. Die haben jetzt auch unterschiedliche Velocity, ich mache die mal gleich. Ganz schönes Chaos kann man da anrichten. Wenn man in dieses Chaos wieder mehr Klarheit reinbringen möchte, dann kann man Quantize laden. Quantize ist auch ein NoteFX, also ein Noteneffekt. Und der orientiert sich natürlich an dem Tempo der DAW. Deshalb schalte ich da jetzt mal das Metronom ein. Und hier links, glaube ich, sind wir komplett quantisiert und hier sind wir unquantisiert. Das Ganze passiert in dem, was wir hier einstellen, also zum Beispiel in Sechzehntel. Und jetzt drehen wir mal langsam auf, um die Quantisierung nicht so stark zu machen, sondern nur ein bisschen. So ist jetzt überhaupt nicht quantisiert. Also machen wir mal 50%. Das ist schon mal spannend, was da passiert. So, es gibt natürlich auch das Gegenteil von Quantize. Ich lasse den jetzt mal hier auf 0, damit die Noten perfekt quantisiert sind. Es gibt Humanize, da können wir also perfekt quantisierte Sachen nachträglich unrhythmischer machen. Und das tun wir dann mit diesem Regler hier, der Timing heißt. Wenn wir da auf 0 sind, dann bleibt es, so wie es reinkommt, perfekt quantisiert. Und je mehr wir hier aufdrehen, desto unrhythmischer wird es. Können wir es also menschlicher machen, humanize. Und es gibt hier diesen Plus-Minus-Button, der erlaubt Early Notes, also frühere Noten. Da
dann machen wir das Timing mal wieder straight oder ziemlich straight. Gibt es hier noch diesen Chance-Regler? Auch da können wir sagen, die reinkommenden Noten, ob die überhaupt durchgehen, ja, das tun sie mit einer Wahrscheinlichkeit von 50%. Also hören wir nochmal mit 100%. Und dasselbe jetzt mit 10%. Oder eben 50%. Ja, da werden einfach von einem Zufallsgenerator Noten rausgefiltert. Und hier unten können wir noch die Velocity variieren. Auch sehr spannend und praktisch. Ein anderes spannendes Note FX ist das Dribble. Dribble, da kann ich eine Note spielen und dann wie ein Ball, der immer wieder runterfällt und jedes Mal wird er ein bisschen weniger, wiederholt sich dieser Ball, solange ich die Note gedrückt halte. So. Und das kann ich einstellen, wie stark das gedämpft wird. Also wenn ich es auf 0 mache, dann bleibt das immer aktiv. Und wenn ich das sehr hoch drehe, dann ist das sehr schnell zu Ende. Und geht eben sowohl in der Geschwindigkeit wie in der Velocity zurück. Wie schnell das ist, kann ich hier einstellen. Da stelle ich basically the first bounce in milliseconds. Also das erste Aufprallen würde ich das jetzt mal übersetzen. Kann ich hier in Millisekunden einstellen. Oder auch wenn ich da drauf drücke, kann ich das rhythmisch einstellen. Wobei mich das ein bisschen verwirrt, weil gehört, gefühlt sind das eher 3/16. Wahrscheinlich hängt es damit zusammen, dass es the first bounce ist. Ich weiß es nicht genau. Ja, weil es wird ja dann schneller, logischerweise. Ja, okay. Also der Abstand der ersten beiden sind dann 4/16, in dem Fall also eine Viertel. Und das kann ich natürlich auch viel langsamer einstellen. Oder eben schneller. Um das nächste Plugin zu demonstrieren, würde ich mir gerne erstmal einen Arpeggiator holen. Und den würde ich hier auf Achteln einstellen. So, dann klingt das. Dann haben wir so ganz viele kleine Noten. Denn das nächste ist der Randomize. Und in dem Randomize kann ich zunächst mal die Tonhöhe variieren. Stellen wir mal eine Oktave ein. Ich muss da oben drauf drücken, um ihn überhaupt anzuschalten. Oder wir machen halt nur zwei Töne, also zwei Halbtöne, einen Ganzton, so. Ja, jetzt spielt er also den von mir eingegebenen Ton, das ist in dem Fall ein A, und die zwei drüber. Und wenn dieser Button hier an ist, auch die zwei drunter. Machen wir den mal aus. Jetzt geht's nur A und B und H, die zwei. So. Aber was ist mit den Noten dazwischen? Da redet man von Micropitch. Und wenn wir hier die Quantize-Funktion ausschalten, dann hören wir auch die Noten dazwischen. Das versteht man noch besser, wenn man den nur auf einen Halbton stellt, weil dann werden wirklich nur die Halbtöne. So, schalten wir den wieder aus. Hier können wir Randomize für die Velocity machen. Einmal drauf drücken, dass er angeht. Jetzt überspringe ich zwei Parameter, zu denen ich gleich noch komme. Panning, da können wir also links, rechts variieren, was sehr cool ist. Und natürlich können wir auch die Lautstärke hier. Was eine ziemlich abgefahrene Funktion ist. Das geht bei anderen DAWs gar nicht, weil die Lautstärke wird ja nicht über MIDI übertragen. Da wird nur die Velocity übertragen, was nicht automatisch die Lautstärke ist. Also ein ziemlich cooles Feature. Und besonders cool finde ich auch Timbre und Pressure. Drehen wir die mal auf, dass die ordentlich arbeiten.
Und jetzt klicken wir, machen wir mal den ganzen Synthesizer auf. Ja, können wir auch aufmachen, aber es hilft uns nicht viel. Hier machen wir vor allen Dingen noch auf. So, das wollen wir noch sehen. Und den Synthes selber wollen wir sehen, genau. Und hier haben wir die Expressions. Und da ist ja das Timbre und Pressure. Und jetzt klicke ich hier mal auf Timbre. Und damit wir dieses Timbre irgendwo hin zuweisen können. Und jetzt drehe ich an dem Filter, um hier das Timbre zuzuweisen. Und jetzt sehen wir, dass jede Note hier einen anderen Wert einstellt. Dasselbe können wir nochmal mit Pressure machen. Und bei Pressure nehmen wir dann zum Beispiel hier die Resonanz. Oder wie lange die Noten sind, die Decay-Time. Also ein ganz simples Tool, mit dem man ganz einfach seinen Sound einfach ganz leicht mal lebendiger machen kann, indem man hier Timbre ein bisschen aufdreht und dann einfach das verschiedenen Parametern zuweist, damit jeder Sound ein bisschen anders ist, damit das alles ein bisschen lebendiger ist. Um das nächste NoteFX zu zeigen, lade ich mir erst nochmal kurz das Multinode, dass wenn ich eine Note spiele, dass da gleich ein ganzer Akkord gemacht wird, denn das nächste heißt Strum und damit wird simuliert, das was ein Gitarrist macht, wenn er über die Saiten fährt. Das kann man hier in Millisekunden einstellen. Eine Millisekunde ist ein bisschen wenig, machen wir mal sowas 25 und dann machen wir ein bisschen langsamer, 50. Dann werden die so aufgelöst, der Reihe nach gespielt von unten nach oben. Ja, wir können eben die Geschwindigkeit einstellen in Millisekunden oder auch rhythmisch 16. Und jetzt müssen wir hier auf einmal gehen. Mit einem Doppelklick kommen wir da auch hin. Einmal doppelklicken, dann sind es genau 16. Jetzt können wir auch sagen, doppelt so schnell. Also gebe ich eine 2 ein. Ah, das ist dann halb so schnell, Entschuldigung. Müssen wir auf 0,5 gehen, dann sind wir quasi auf 32. So, jetzt können wir aber auch sagen, ob das von unten nach oben oder von oben nach unten geht. Machen wir wieder 1. Und jetzt können wir auch sagen, wir hätten gern 4 verschiedene Schritte. 1, 2, 3 und jetzt die 4, genau. Da unten haben wir noch einen lustigen Parameter, der heißt Stride. Das würde ich jetzt mal mit Schreiten übersetzen. Normal ist der auf 1 und dann klingt das so, wie es jetzt die ganze Zeit geklungen hat. Wenn wir auf 2 gehen, dann nimmt er immer 2 Töne gleichzeitig. Also wären es auch weniger Schritte. Das ist 1, 2, 3, 4, 5. Jetzt sind es nur noch 3 Schritte. Und jetzt können wir 3 auf einmal machen, dann sind es nur noch 2 Schritte. So, das nächste ist auch unglaublich. Um das wieder zu demonstrieren, lade ich mir wieder den Arpeggiator. Da sind wir mit 16. in dem Fall, glaube ich, super aufgestellt. Das nächste heißt Bend. Und es kann eine Note benden, wie es auch ein Gitarrist macht. Das heißt im Konkreten, gehen wir mal hier auf 24 und hier bei Time drücke ich mal drauf, um es in Millisekunden einzustellen und mache da mal eine ganze Sekunde draus. Dann tun wir erst nochmal hier den Arpeggiator ausschalten. Dann tut er den Ton über eine Sekunde runterpitchen von plus 24, also 2 Oktaven höher startet er. Ja, da eignet sich jetzt dieser kurze Ton gar nicht mehr so, dann machen wir mal länger. So, und wenn wir das schneller machen, dann ist das wie bei einer Bassdrum, die ja auch nichts anderes ist als eine Note, die von oben nach unten gepitcht ist, dass es einfach so einen härteren Anschlag macht. Ja, jetzt sind wir schon bei 300 Millisekunden. Und da merkt man schon, was passiert. Ohne dass, so klingt der Synth normal. Und so klingt er jetzt mit diesem. Und so wird auch schnell eine Bassdrum draus. Wenn man einen Sinuston einfach ganz runter pitcht, ganz schnell, kann man damit auch Bassdrums erzeugen. Hören wir uns das mal mit dem Arpeggiator an. Echt spannend. Aber man kann natürlich auch ganz andere Effekte machen. Wenn man da zum Beispiel was Rhythmisches einstellt. So.
Und jetzt machen wir mal minus 2, das also von unten kommt, und machen den ein bisschen länger wieder. So, und den kann man ja auch automatisieren, wann das denn nur auf bestimmte Noten kommt. Ja, tolles Tool. So, letzte spannende Baustelle ist der Note Repeats. Und das ist eine interessante Variante zum Arpeggiator. Denn er macht was sehr Ähnliches. Hören wir das gleich mal zum Metronom. So. Und dann kann ich die Gate-Zeit einstellen, also wie lange so eine Note dauert. Und ich kann die Decay-Zeit einstellen. Das heißt, wie viel Anschlagdynamik die Wiederholungen haben. Die erste behält immer die Original-Anschlagdynamik und die andere kann auch lauter werden. Dann kann ich sagen, zu wie viel Prozent Wahrscheinlichkeit diese Noten kommen. Natürlich kann ich jedes Tempo einstellen. Ich kann es in Millisekunden einstellen, die Wiederholungen. Ich kann Triolen einstellen. Also da sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Aber spannend wird es erst hier mit den zwei Funktionen Burst und Euclid. So, gehen wir mal auf Burst. Da kann ich sagen, wie viele Notenwiederholungen ich haben möchte, bis dieses Pattern wieder von Anfang an beginnt. Ich gehe mal runter auf 4, dann versteht man besser, was passiert. Und jetzt gehen wir hier mal auf 100% Density. Wenn ich dann nur auf 75 oder unter 70 gehe, dann hören wir immer nur die ersten drei. Je weiter ich also mit der Prozentzahl runtergehe, desto weniger Noten werden es. Wenn wir das nochmal bei 16 Noten anschauen, dann stoppt es hier und da geht es wieder los. Und das kann man natürlich auch rotieren, also dass der erst später anfängt. Und wir können verschiedene Akzente setzen. Gehen wir wieder auf 4 Noten. Jetzt hätte der erste, glaube ich, einen Akzent. Und ich kann einstellen die Low Velocity, wie weit die runter geht. Ja, noch spannender wird dann dieser dritte Mode. Und gehen natürlich auch mit mehreren Noten. Also eine spannende Alternative zum Arpeggiator. So, zum Abschluss würde ich sagen, versuchen wir nochmal richtig Spaß zu haben. Holen wir uns doch gleich mal zu Beginn den Ricochet nochmal her. Davor setzen wir aber den Multinode, damit wir hier nicht nur eine Note haben. Und vielleicht brauchen wir noch eine Note auf 10. Das ist dann also eine Sept, dass wir da noch eine spannende Tonnote drin haben. Das Ganze wollen wir aber ein bisschen quantisieren. Nicht zu stark. Dann brauchen wir noch ein bisschen Variationen. Dafür nehme ich mal das Randomize. In dem Quantize gehen wir aber bitte auf 16 Noten. Tempo und Pressure drehen wir beide mal ziemlich auf. Ah, da ist schon was drauf, da passiert schon was. Panning auch ein bisschen. Ich glaube, den Sound können wir aber noch mehr variieren. Deshalb gehe ich hier auf Timbre und drehe da einfach mal willkürlich ein paar Parametern, damit alle Regler irgendwie variiert werden.
Da habe ich noch einen Hall geladen und auch da lade ich mir die Expressions rein. Denn dann kann ich mit dem Tempera, das wir hier auch variieren, nochmal ordentlich die Hallmenge variieren und mit Pressure die Hallzeit. So, und da hören wir mal. Ja, eine Kleinigkeit habe ich noch. Wenn ihr gerne wie ich Musik produziert, dann kennt ihr bestimmt das Problem, gute Drum- und Percussion-Sounds zu finden. Die mit dem Musikprogramm mitgeliefert werden, klingen nicht so richtig und auf allen Internetseiten, wo man richtig gute Sounds bekommen würde, zahlt man ein Vermögen. Auf allen? Nein, nicht ganz. Es gibt eine Webpage, in deren Entwicklung ich involviert bin. Mugent.com. Auf Mugent, das schreibt man M-U-G-E-N-T, also das kommt von Musically Intelligent, Mugent, findet man Drumbeats, die genauso klingen wie das, was man in den Charts bzw. in den großen Clubs auf Ibiza, Miami oder Berlin hört. Die Internetseite erinnert ein bisschen an Google, man kann einfach die Textsuche verwenden, bekommt sofort Resultate, die man anhören und kostenlos downloaden kann, oder man verwendet die Menüs, mit denen man einfach die Suche eingrenzen kann. Auf Mugent findet man Drum Sounds zu jedem Genre, Drum Loops, also komplette Beats, Percussion, Einzelsounds und Loops, coole Riffs, fette Bläser- und Synth-Riffs, Gitarren und alle möglichen Soundeffekte von Vögel bis Autos, von Meeresrauschen bis Hubschrauber. Bei mir gibt es keine Produktion mehr, in denen ich nicht Sounds von Mugent.com verwende. Schaut es euch mal an, ihr werdet es lieben. Mein Name ist Thomas Foster, danke fürs Folgen, immer kreativ bleiben. Cheers!